Liebe Zuschauer, in dieser Woche haben wir schon einiges gesehen beim DAX. Mal wieder das Plumpsen unter die 13.000er, dann die wieder Zurückeroberung. Aber letztlich hat man den Eindruck, wir hängen doch sehr auch an der Stimmung der Wall Street. Und wie entwickelt die sich weiter? Jede Menge Themen, jede Menge Fragen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich vor der Börse Rüdiger Born von Born Traders. Hallo. Rüdiger, ja, viele Fragen. Starten wir doch erstmal mit den US-Börsen, weil letztlich, ja, der DAX hat in dieser Woche auch einmal ohne US-Unterstützung, da wurde nämlich am Montag ja nicht gehandelt, auch geschafft, da loszulegen. Aber letztlich haben wir uns ja relativ spät an diese Quasi-Party der Wall Street angelehnt. Also die Standardwerte, vor allem die Tech-Werte, die sind ja gelaufen wie geschnitten Brot. Und dann hat sich der DAX gerade mal angeschlossen und dann war die Party aber plötzlich vorbei. Und die große Frage, die sich jetzt alle stellen, ist ja, ist das jetzt eine normale Korrektur, wenn so heiß gelaufen ist, oder der Anfang von einem größeren Abverkauf? Was ist deine Einschätzung? Das ist natürlich eine relative Frage. Tatsächlich warten alle, viele Institutionelle und einige Private befürchten das auch, dass früher oder später mal ein Rücksetzer kommen muss. Das wäre noch gar kein Drama, noch kein Alarmsignal unbedingt für die Börse, sondern einfach nur eine Erholung, die wir mit einpreisen müssten sozusagen und die typischerweise so, ich sag mal so, auf das letzte Zwischentief einfach wieder zurückfällt. Also keine Panik, sondern ein typischer Rücksetzer, den wir da eigentlich zu erwarten hätten. Aber wenn man jetzt mal unterscheidet, also die Tech-Werte sind ja besonders gut gelaufen, sind dann aber auch besonders abgestraft worden, sage ich mal. Und bei den Standardwerten hatte man den Eindruck, die schließen sich dann halt immer mal so ein bisschen an. Sprich, wenn die erst mal versucht haben, sich zu erholen, aber die Tech-Werte rauschen dann wieder runter, dann ist es da auch. Also siehst du da eine Zweiteilung jetzt auch, was Korrekturphasen oder Erholungsmöglichkeiten angeht? Ja, tatsächlich. Also ich denke mal, die Tech-Werte, die werden einfach stärker reagieren aktuell, weil da ist einfach viel Leidenschaft mit dabei. Wir haben es ja schon häufig gehört. Eigentlich nicht wirklich wirtschaftlich nachvollziehbar, was wir da haben, ist viel, viel Fantasie. Und wo viel Fantasie ist, da geht es natürlich gegebenenfalls auch mal ganz schnell dann runter. Deshalb vermute ich, dass es bei den Standardtiteln nicht ganz so dramatisch dann eben aussieht. Aber natürlich gibt es eine Orientierung, weil man dann doch diese Stimmung, die die Tech-Titel jetzt, sagen wir mal, in den letzten Wochen und Monaten dann verbreitet haben, irgendwie mitnimmt auf den Gesamtmarkt. Jetzt haben wir aber zuletzt auch wieder so ein paar Warnsignale gehabt von wegen USA-China-Verhältnis, da wird wieder so ein bisschen gepoltert. Gut, ist ja auch quasi Wahlkampfzeit immer noch. Was könnte das jetzt dann auch an den US-Märkten noch weiter auslösen? Oder ist das eher ein Randthema? Oh, ich glaube, dass beides wichtig sind. Einerseits, dass die US-Wahl, die bevorstehende, wir wissen, Trump steht für steigende Börsen. Als er gewählt wurde, seitdem ging es quasi nahezu ununterbrochen nach oben. Zwischendurch mal kurze Aussetzer und dann kam jetzt der Corona-Crash. Und da hat Trump natürlich einiges vor. Oh, die Börse muss wieder nach oben. Das hat er offensichtlich geschafft. Ob es sein Verdienst ist, lassen wir mal außen vor, aber er wird das sicherlich so verkaufen. Und dementsprechend wird das sicherlich noch ein Thema sein vor der Wahl, eben die Börse nach oben zu sprechen quasi oder zu motivieren, dass die Kurse nach oben gehen. Und manch einer vermutet, dass die vielen Zahlungen, die ja an die Privaten gehen, jetzt sozusagen als Ersatz oder Leistung eben in der Corona-Zeit eben genau dafür genutzt werden sollten. Also da ist ein gewisser Zusammenhang vielleicht nachvollziehbar. Aber China, der Konflikt, der ist auf jeden Fall etwas, was auf einer viel, viel größeren Ebene nochmal ist. Gar nicht so sehr jetzt kurzzeitig. Ich kann mich erinnern, da war Obama noch dran, da hat er gesagt, der Pazifikraum, das wird der wesentliche Wirtschaftsraum sein, auf den wir uns konzentrieren. Da habe ich noch gesagt, was ist mit Europa? Aber es ist natürlich nachvollziehbar, China ist einfach ein großer Player. Und wir dürfen auf der Rechnung Indien nicht vergessen. Sollten wir auf keinen Fall vergessen, aber ich würde gerne auch noch mal auf die Party, die wir so ein bisschen spät betreten haben, eingehen. Der DAX, wie gesagt, hat sich da relativ spät inspirieren lassen. Eine ganze Weile haben wir gesagt, okay, bei den US-Börsen läuft es bei uns irgendwie nicht so. Als es dann runterging, hat sich der DAX angeschlossen. Jetzt sehen wir heute aber, obwohl gestern an der Wall Street die Korrektur sich fortgesetzt hat, sehen wir trotzdem einen Erholungsversuch beim DAX. Wie darf man das deuten? Hat der sich jetzt dann doch von den US-Börsen so ein bisschen abgekoppelt, emanzipiert quasi? Naja, sagen wir so, im Regelfall kann man sagen, dass der DAX und die amerikanische Börse natürlich im Einklang sind. Geleitet durch Amerika sind viele, viele Indizes auf der Welt eigentlich dann so von der Richtung mal so halbwegs vorgegeben. Allerdings innerhalb dieser Grobrichtung gibt es natürlich immer so kleine Ausreißer. Denn auch eine Abwärtsrichtung geht ja nicht nur senkrecht nach unten, wie uns jetzt Corona zwar gezeigt hatte dann im März in der starken Abwärtsbewegung. Aber wenn wir ehrlich sind, normalerweise geht es immer mal so einen Schub runter, dann gibt es eine Gegenbewegung.
Und ob die Gegenbewegung jetzt geeignet ist, um dann doch wieder nach oben gekauft zu werden, richtig gekauft zu werden mit neuen Hochs, das werden wir wohl abwarten müssen. Also ich glaube, dass der DAX da in einem ganz typischen Modell im Moment noch unterwegs ist. Die starke Abwärtsseite ist eben im Moment das Dominierende. Mhm. Und noch ist das, was wir nach oben sehen, mir eigentlich zu dezent, zu wackelig, sage ich immer, um da wirklich begeistert zu sein, um da jetzt einzusteigen. Also ich denke, alle Märkte, was das angeht, die westliche Hemisphäre, sind eher auf nach unten getrimmt aktuell. Jetzt hatten wir zuletzt auch eher negative Nachrichten, was das Thema Corona-Impfstoff betrifft. AstraZeneca muss hier seine Studie zumindest vorerst unterbrechen wegen Nebenwirkungen bei einem Teilnehmer. Ist das jetzt was, was eher emotional, also weil es einfach ein hochsensibles Thema an den Börsen ist, deshalb einen erstmal zur Vorsicht mahnt? Oder ist das jetzt tatsächlich was, was einfach dieses kleine Pflänzchen Hoffnung, was wir beim Thema Corona gesehen hatten, dann auch relativ schnell abwürgen könnte? Ja, tatsächlich, das wird eine Rolle spielen, sehr stark emotional, denn wenn wir ehrlich sind, Impfstoff, also es ist ja für viele noch nicht mal so richtig nachvollziehbar, wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Ist es so wie eine normale Grippe? Wir haben die ganzen Grippeimpfungen, da ist es dann ja auch immer die Frage, wie viele Saisons hält das Ganze überhaupt? Da gibt es dann wieder das Upgrade sozusagen des Virus. Also da ist viel, viel Unsicherheit, aber natürlich viel, viel Emotion, insbesondere jetzt, wo wir die Lockdown-Frage wieder haben, kommt es nochmal dazu? Ist vielleicht mein Arbeitsplatz in Gefahr? Wir haben gehört, dass viele, viele Unternehmen natürlich jetzt Streichungen vornehmen wollen. Lufthansa, ganz bekanntes Beispiel, was ja in den Medien stark diskutiert wurde. Und je weiter es entfernt rückt, dass wir einen Impfstoff bekommen oder eine sinnvolle Behandlung, desto eher kommen die Gefahren, die Risiken, die die Marktteilnehmer sehen, wieder nach vorne. Und desto weniger wahrscheinlich auch der Kaufwille. Das hast du vorhin gesagt, Indien sollten wir auf keinen Fall vergessen. Generell reden wir einfach auch mal über ein paar andere Märkte, über die asiatischen Märkte generell. Da hatten wir ja zuletzt einmal das Thema eben Spannungen USA-China, aber wir haben auch aus Japan Wirtschaftsdaten gesehen, die alles andere als prickelnd aussahen. An dem Tag saß allerdings grüne Vorzeichen beim Nikkei. Wie passt das dann zusammen? Eigentlich gar nicht. Da sieht man, dass tatsächlich die Börse nicht notwendigerweise mit den Märkten zusammenhängt. Das ist im Moment, wird das stark diskutiert. Ja, die Märkte haben sich abgekoppelt von der Wirtschaft. War es jemals anders? Es gibt natürlich eine gewisse Analogie zwischen der Realwirtschaft und der Börse, aber eben nur eine gewisse. Und das hat man da gesehen, das hat eben auch nicht gewirkt. Japan im Moment steckt so ein bisschen in dieser Rezessionsphase. Wir haben da jetzt mehrere Monate nicht so wirklich tolle Zahlen gehabt, aber wen wundert's? Wir haben Corona-Time, das ist alle, geht alle was an und ist in dem Fall eben auch für Japan nicht besonders gut. Jetzt haben wir nochmal die Sondersituation, dass Abe ja sein Amt abgibt, wahrscheinlich Mitte des Monats ein neuer gefunden werden soll oder berufen werden soll sozusagen. Und da ist dann natürlich nochmal so die Frage, wie geht das mit den Abenomics auch weiter? Also das sind so ziemlich viele Einflüsse, die im Moment da den ein oder anderen Marktteilnehmer nochmal motivieren, entweder abzuwarten oder gegebenenfalls eine andere Richtung mal auszuprobieren. Ja, und die Märkte in China oder eben auch in Indien? Ja, Indien ist ein Sonderfall. Also Indien noch gar nicht mal so sehr, was die Börse direkt angeht. Aber im Moment gibt es starke Konflikte zwischen China und Indien an der Grenze. Das lief über Jahre lang gut. Die beiden Länder sind jetzt nicht die dicksten Freunde. Aber auf einmal wird auch scharf geschossen an der Grenze. Das sind zwar manchmal Schüsse in die Luft, aber es wird häufiger diskutiert. Und das ist nicht gut fürs Wirtschaftsverhältnis. Und China hat im Moment eine spannende Situation. Sie hat Amerika als Gegner. Vielleicht die westliche Welt, da ist noch nicht so ganz entschieden, wer sich da anschließt. Wir wissen, dass UK, beispielsweise Kanada, Australien sehr stark amerikafreundlich sind, Europa da ein bisschen neutraler ist und sagt, naja, wir müssen die Wirtschaft im Auge behalten. Aber es bildet sich dort ein Block. Und wir wissen, China ist das größte Land einwohnerzahlmäßig, aber Indien steht ja schon auf der Schwelle. Vielleicht nicht ganz so entwickelt wie China in vielerlei Hinsicht, auch was die Technik angeht, aber eben schon Nummer zwei dort auf dem Sprung in die industrielle Welt, sage ich mal, oder in die moderne, in die zukünftige Technologiewelt. Und wenn jetzt hier Indien nicht gut mit China kann, sondern entsprechend sich blockseitig mehr auf die westliche Welt konzentrieren sollte, dann kann das eine sehr spannende Situation geben, dass China in einer Ecke ist, wo wir uns überraschen lassen müssen, wohin uns das Ganze führt. Das klingt für mich jetzt beim ganzen Interview so ein bisschen durch. Wir müssen uns überraschen lassen, man weiß im Moment nicht so richtig, wo es hingeht. Trügt mich da mein Eindruck? Na, das stimmt tatsächlich. Also ich bin tatsächlich eigentlich, was die Märkte angeht, sehr bullisch. Auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, ich rechne mit einem Rücksetzer. Mit dem, was ich aktuell eher einplane, das sind ein Rücksetzer, was einfach eine Erholungsphase ist in einem Bullenmarkt, was locker den DAX nachher, ich will jetzt noch keine Versprechen machen, aber 15.000, 20.000 halte ich für gar nicht abwegig. Selbst Dow Jones 50.000. 60.000. Wir wissen, dass die Notenbanken Geld drucken wie nichts Gutes. Das Geld muss irgendwo hin. Die Chancen dafür, dass es in die Börsen reingeht, ist sehr, sehr
sehr, sehr groß. Also insofern glaube ich, dass die Chancen im Moment überwiegen gegenüber den Risiken. Allerdings haben wir eben ein paar Risiken, wie eben diese Blockbildung. Ich will es nicht sagen, dass es einen Krieg gibt, aber mindestens mal eine Intensivierung des Wirtschaftskonflikts, den wir haben zwischen China und USA beispielsweise, Indien als nächsten großen Player vielleicht, da dann noch mit reingezogen. Das kann schon mehr bedeuten, weshalb ich sage, eigentlich bullisch bleiben, vielleicht den Rücksetzer jetzt für kurzfristig Orientierte mitnehmen, aber zumindest absichern, nicht einfach sagen, nee, das kann gar nicht, die Notenbanken werden es schon retten, ist vielleicht zu kurz gesprungen. Also das quasi dann auch schon im Moment dein Tipp an Anleger? Ja, tatsächlich, also durchaus aktiv bleiben. Die Märkte sind spannend. Man kann als kürzerfristiger jetzt die Abwärtsseite durchaus mal nutzen. Aus meiner Sicht immer Bestätigung abwarten. Das sind für mich immer so Zwischenlevels. Also immer dann, wenn so ein Zwischentief oder ein Zwischenhoch gebrochen wird. Das hat wunderbar funktioniert jetzt in der Nach-Corona-Crash-Zeit sozusagen. Einfach den Trend mitnehmen. Das kann man auf kleineren Ebenen, jetzt auf der Abwärtsseite auch. Und dann klappt es auch mit Sicherheit wieder auf der Aufwärtsseite, wie ich denke. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Rüdiger, vielen lieben Dank fürs Interview. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, es ist einiges los an den Märkten. Zum Teil hat sich der Markt bei uns mal zwischendurch immerhin von den US-Märkten ein bisschen abgekoppelt. Aber was da jetzt gerade in Zeiten des Wahlkampfes auch noch in nächster Zeit kommen wird, bleibt auf jeden Fall spannend, nachdem die Tech-Werte zuletzt ja ganz schön ins Rutschen gekommen waren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.